Herzlich willkommen zu diesem Video von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Katrin und ich bin dein Coach für die Aufgabe 1297 vom Bundesministerium. Die Aufgabe fällt unter den Themenbereich Algebra und den Unterpunkt Vektoren. Gegeben sind der Punkt P ist gleich minus 1, 5, 6 und die Gerade G, die durch die Punkte A ist gleich 2, minus 3, 2 und B ist gleich 5, 1, 0 verläuft. Geben Sie an, ob der gegebene Punkt P auf der Geraden liegt und überprüfen Sie diese Aussage anhand einer Rechnung. Also, wir haben einen Punkt P gegeben und wollen wissen, ob der auf der Geraden G liegt, die durch die Punkte A und B verläuft. Was wir zuerst machen, wir stellen uns eine Gleichung oder irgendeine Form auf, mit der wir die Gerade G beschreiben können und schauen dann, ob der Punkt P darauf liegt. Wir nehmen zum Beispiel die Parameterdarstellung. Die lautet für eine Gerade x ist gleich a plus t mal v. Was wir brauchen, um die Gerade durch die Parameterdarstellung zu beschreiben, ist irgendein Punkt und ein Richtungsvektor. Wir überlegen uns zuerst, wie wir auf einen Richtungsvektor kommen. Naja, wir wissen ja, auf unserer Gerade liegen die zwei Punkte A und B oben. Und wir können jetzt einfach den Vektor AB oder BA bilden und haben so dann einen Richtungsvektor, der uns die Richtung der Gerade beschreibt. Also zum Beispiel AB. Du weißt, AB kann man rechnen mit der Spitze minus Schaftregel, also groß B minus groß A. Dann die Punkte einfach einsetzen. Und zeilenweise subtrahieren. 5 minus 2 ergibt 3, 1 minus minus 3, 4 und 0 minus 2, minus 2. Schon haben wir einen Richtungsvektor und wir haben ja zwei Punkte gegeben, das heißt, wir können einfach einen von den beiden wählen und einsetzen. Ich wähle den Punkt A. Plus t bleibt unser Parameter und dann setzen wir unseren Vektor ab ein. Nun haben wir die Gerade g in der Parameterform angegeben und jetzt wollen wir überprüfen, ob der Punkt p auf der Geraden liegt. Wir können also den Punkt p jetzt anstelle des x einsetzen. Und jetzt werden wir die Gleichungen zeilenweise anschreiben und das t in jeder Zeile überprüfen. Und wenn das t in jeder Zeile den gleichen Wert ergibt, dann liegt der Punkt oben. Wenn nicht, dann liegt er nicht oben. Also, die erste Gleichung lautet minus 1 ist gleich 2 plus 3t. Die zweite Gleichung 5 ist gleich minus 3 plus 4t. Und die dritte, 6 ist gleich 2 minus 2t. Was ist das t in unserer ersten Gleichung? Wir bringen den 2 auf die andere Seite, bekommen also minus 1 minus 2 ergibt minus 3 und das Ganze durch 3 dividiert, also t ist gleich minus 1. Bei der zweiten Gleichung, wir bringen den minus 3 auf die andere Seite, haben also 8 ist gleich 4t, 8 durch 4 ist 2, t ist gleich 2. Und in der dritten Zeile, den 2 auf die andere Seite, 6 minus 2 ergibt 4, 4 durch minus 2 ist minus 2. Du siehst, das t ist in allen Zeilen verschieden.
Und daher liegt der Punkt P nicht auf der Geraden. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.